Tja, da sind sie nun. Die kleinen Uroks. Guckt sie euch genau an, denn sie werden schon bald verschwinden. Ja, ihr mögt festgestellt haben, ich bin doch immer noch auf der Karte. Ich konnte es nicht lassen. Wahrscheinlich habt ihr es alle schon sowieso vermutet und kennt mich besser als ich mich selbst. Ich habe die Karte natürlich doch nochmal gespielt. Bin wieder bis zu diesem Punkt gekommen und habe festgestellt, dass es diesmal mehr Uroklagers gab. Uroklagers mehr. Waldes Wissen, mehr Uroklager auf Karte. Nein, also es gab mehr Uroklager auf dieser Karte als Frostgolem-Lager. Aber das war überhaupt kein Problem, denn ja, also ich weiß nicht, was diese Uroks irgendwie für Probleme hatten auf einmal, aber sie sind irgendwie einfach nicht hier durchgekommen. Ich weiß auch nicht. Das sind nur ungefähr 100 Bogentürme und ein paar Frostbringer dazwischen. Und sie haben es einfach nicht geschafft, da durchzukommen. Egal, wie sehr sie sich angestrengt haben. Es war eine absolute Sisyphus-Arbeit für sie. Und wie ihr seht, auf einmal wird das Rapid Fire auf sie eröffnet. Und obwohl sie Level 15 sind und eigentlich ziemlich viel Leben haben und ziemlich viel drauf haben, schaffen sie es einfach nicht. Die armen kleinen Uroks. Sie schaffen es einfach nicht. Und sie scheinen sich auch komischerweise auf diesen einen Bogenturm zu fixieren. Sie wollen unbedingt aus all diesen Bogentürmen diesen einen verdammten Bogenturm zerstören. Warum? Weiß ich nicht. Ist vielleicht in der Turmspitze hier Rapunzel, die ihr Haar herunterlässt? Man munkelt. Aber wissen kann ich das absolut nicht. Ja. Und als ich so zugesehen habe, wie diese ganzen Uroks in ihr Verderben rennen und es einfach nicht bewerkstelligen können, hier durchzukommen, ist mir aufgefallen, dass Kord 2 Level aufgestiegen ist. Auch nicht schlecht. Diese Elfenarmee habe ich noch gar nicht erwähnt. Das sind nämlich 80 Elfenkrieger, inklusive eines mächtigen Titanen, dessen Schrittbereich so aussieht, als hätte da jemand mit einer Axt ein bisschen herumhantiert. Aber gut, ignorieren wir das einfach mal. Ja, ich werde jetzt erstmal die Statpunkte von Kord verteilen. Und dann können wir wahrscheinlich ein paar neue Gegenstände anlegen, was ich ganz gut finde. Gehen wir hier mal auf das derzeitige Maximum, das derzeitig mögliche, was es da gibt, und gucken wir mal, welche Gegenstände wir mittlerweile anlegen können. Ja, wir könnten jetzt so einen Drachenzahndolch anlegen, der deutlich stärker ist als mein Kriegshammer. Von den reinen Stats her. Und ich denke, das werde ich auch tun. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht an so einem schweren Krieger. Und Kord normalerweise nichts in die Hand nimmt, was kürzer ist als 30 cm. Nur um das mal klarzustellen. Aber gut, wir werden uns jetzt nicht mehr darauf konzentrieren. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, ein besseres Schild anzulegen. Und zwar die Stachelwehr, Rüstungsklasse 55. Bringt plus 10 Stärke, plus 10 Ausdauer. Und das sind eben die Stats, die für uns wichtig sind. Plus 10 Geschicklichkeit und plus 5 Wendigkeit. Und außerdem sieht es viel tödlicher aus. Viel, viel tödlicher. Wir können außerdem nun die Blutrüstung anlegen, die auch ziemlich episch ist. Rüstungsklasse 90 statt 60. Und unsere wichtigen Stats auch nochmal verstärkt. Und auch das sieht viel epischer aus. Sehr, sehr schön. So stelle ich mir das vor. Wir könnten nun die verstärkten Stahlbeinschienen anziehen. Allerdings bringen die uns eigentlich nur einen Vorteil in der Rüstungsklasse. Ansonsten sind die nicht so gut. Da würden schon eher die Beinschienen vom Orden, weiß ich auch nicht, ist auch nicht so super. Stärke und Ausdauer und Geschicklichkeit, wobei könnte man nehmen, man könnte allerdings auch die Beinschienen einer Ritterrüstung nehmen, die uns zwar keinen Boost in Stärke, aber dafür einen Boost in Ausdauer geben. Wendigkeit geht natürlich ein bisschen runter, aber das ist eigentlich nicht so das große Problem. Wir könnten anziehen die grüne Maske, die sehr gut ist, was wir an den Stats sehen. Wir könnten allerdings auch den Helm der Ordensritter tragen, was uns dann nochmal einen Bonus bei den Resistenzen Eismagie und Schwarzmagie gibt. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht verkehrt. Außerdem ist der Kriegerstahlhelm hier noch, der wirklich ziemlich stark ist. Ich glaube, ich nehme den Kriegerstahlhelm. Ja, kann man nehmen. So, dann haben wir hier noch Glutband. Blutband ist ziemlich gut. Würde ich gerne nehmen. Dafür nehmen wir einen von den initiierten Ringen raus. Ja, und dann haben wir Kord ziemlich gut ausgerüstet mittlerweile.
Wir sind jetzt bei Rüstungsklasse 273. Das ist verdammt viel. Und Lebenspunkte sind wir bei 700 angelangt. Und dieser neue Heerführer sollte eigentlich in der Lage sein, alle möglichen Uroks und alle anderen Gefahren auf dieser Karte zu vernichten. Und dazu gehören eben hier mehrere Urok-Lager. Also eins ist hier vorne. Hier unten habe ich in diesem Bereich noch eins gesehen. Wir haben an sich auch von den Ressourcen genug, um eine ganze Zeit lang mit den Uroks Krieg führen zu können. Also 17.000 Holz. Ich bin hier immer noch damit beschäftigt, das Holz von meinen Förstern abzuarbeiten. Und das war schon verdammt viel. Und ich denke, wir wagen es jetzt einfach mal, uns herauszutrauen und den Uroks gehörig die Meinung zu geigen. Und dann will ich eigentlich innerhalb der nächsten zwei Videos, vielleicht sogar in dem nächsten ein Video, also in den nächsten 15 Minuten circa, diese Karte abschließen. Das Powerleveling, was wir hier betrieben haben, war sehr wertvoll. Stufe 18 für Cord ist jetzt richtig gut. Da können wir eigentlich dann den nächsten Karten problemlos entgegensehen. Und es zeigt uns auch, dass wir trotz des Nachteils, dass wir hier mit den Elfen gekämpft haben, die ja einen deutlichen Nachteil gegenüber den Frostgolems haben, gut klarkommen. Also im Prinzip sind das für die Zukunft sehr gute Aussichten für uns. Ihr seht, meine Armee ist sehr, sehr fernkampflastig. Extrem fernkampflastig, um es mal so zu sagen. Aber das hat sich jetzt nicht unbedingt als Nachteil herausgestellt. Man muss halt bei den Uroks ein bisschen vorsichtig sein, weil die wirklich enormen Schaden machen. Das ist mir aufgefallen. Also so 40 und 30 ist da keine Seltenheit. Und meine Elfenkrieger sind hier einfach noch erst Stufe 9, wenn ich das noch richtig weiß. Die sind Stufe 10, okay. Das sind aber trotzdem immer noch 15 Stufen Unterschied. Und das würde ich schon unter die Kategorie sehr viel abheften. Also es ist schon enorm. Und trotzdem können wir halt so gut hier mithalten. Wahrscheinlich auch dank unseres Helden Kord. Wir haben hier eine Eisklinge dazu bekommen. Das ist sehr großartig. Ja. Und jetzt können wir uns eigentlich schon mal vorbereiten hier auf den nächsten Urok-Ansturm. Da kommt er nämlich. Und man muss sich schnell um die Schleuderer kümmern. Die machen nämlich enorm Schaden. Und wir werden jetzt schon mal Einheiten nachproduzieren. Das Doofe ist halt so ein bisschen, dass das Monument so weit weg ist. Das ist wirklich enorm weit weg. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber im Prinzip können wir das gut dadurch ausgleichen, dass wir schon so eine große Armee haben. Wir müssen jetzt schnell unsere Fernkämpfer nachziehen, die gerne mal stehen bleiben. Und das nervt mich ziemlich. So, das erste Uroklager, das erste wichtige Uroklager, das zentrale Uroklager direkt vor unserer Turmarmee ist auf jeden Fall schon mal weg. Das ist sehr gut. Der Titan schlägt sich da ganz nützlich. Und da kommen schon die nächsten Uroks. Vielleicht sollten wir wieder mal ein bisschen hier uns sammeln. Und dagegen angehen. Hier kommt noch ein Frostgolem. Also irgendwo ist hier noch ein kleines Frostgolem-Lager. Hier ist noch ein Urok-Lager, das wir gleich zerstören werden. Und dann sollte so langsam dieser Ansturm so ein bisschen abebnen. Abebnen, abebben. So heißt es natürlich. Ich wohne am Meer und kenne das Wort nicht. Ganz doll, weil es. Nein. Auf jeden Fall diese Turmarmee. Ja, ihr könnt euch auch vorstellen, wie teuer das war. Also 100 mal 120 Holz, glaube ich. Und wir haben trotzdem noch 18.000. Das ist eben der große Vorteil an den Elfen, dass ihre Türme Holz kosten und sie es sehr, sehr einfach haben, Holz abzuernten. Du beißt auch ins Grab und du bist der Nächste. Du bist der Nächste. Können wir noch ein paar Wachen nachbauen. Jetzt geht es schon ein bisschen schneller runter mit den Einheiten hier. Sind hier hinten sogar zwei Lager? Ich meine, das kann sogar sein. Das könnte bedeuten, dass die Trolllager von hier hinten einfach alle nach vorne gerutscht sind. Na, wir werden mal schauen. Also, der Ansturm kommt auf jeden Fall von hier, wie es scheint. Und vielleicht dann noch von hier hinten. Ja. Dann sind das die Trolllager, die noch übrig sind. Und wenn wir die ausgelöscht haben, dann dürften wir die Karte eigentlich geschafft haben.
Und, ja, das wäre auf jeden Fall sehr gut. Und ich hoffe mal, dass es diesmal keine Abstürze gibt, weil das fuckt mich echt ab. Vor allen Dingen, da man im freien Spieler nicht die Möglichkeit hat, eine Karte, einen Stand in einer Karte zu saven, sondern, man immer wieder von Anfang an anfangen muss und das... Das ist wirklich so ein Nachteil, finde ich. Weil das bedeutet für mich, in einer Aufnahmesession muss ich wirklich immer eine Karte abschließen können. Und ich weiß nicht, ob das später noch so einfach wird, wenn die Karten wirklich mega groß und mega schwer werden. Ich kann ja nicht jedes Mal so eine Megatom-Armee hier irgendwie hinstellen. Weil ich anders nicht klarkomme. Oh, hier müssen wir dringend aufpassen. Die bleiben nämlich gerade alle da so stehen. Die eine Hälfte von euch muss auf die. Die anderen müssen sich eher darauf konzentrieren. Ja, das muss so sein. Oh, Ragnar wird gerade angegriffen. Helft mal euren Meister. Helft Kord, dem Lord. Okay, da oben sind auch Uroks. Na gut. Dann lag ich da wohl falsch. Aber das Gute ist auch hier, wir können uns beruhigt zurücklehnen, auch selbst wenn die Uroks an uns vorbeiziehen. Sie können nichts tun. Es könnten 10-mal so viele sein und sie würden trotzdem nicht durch die Turmarmee durchkommen. Was haben wir hier Schönes? Ein Einsiedlerring. Kord, der Einsiedler. Bereit. Na, da sind schon unsere Windschütze, ne? Das ist sehr gut. Interessant sind die Framerate-Einbrüche, sobald man sich die Türme anschaut. Hier. Zum Angriff. Das ist wirklich enorm. Na gut, was da kommt, ist eigentlich nicht der Rede wert. Zwei Werfer und ein Prügler. Die stellen mich jetzt eigentlich nicht vor so große Herausforderungen. So, nächstes Lager zerstört. Ich vermute, dass jetzt da hinten noch ein Urok-Lager ist und ein Eisgolem-Lager. Und dann ja auch das Portal zur Rückkehr. Und dann kann Gitze uns endlich erklären, was hier los ist. Diese kleine Pestbeule. Natürlich läuft der kleine Spinner vor. Wie könnte es anders sein? Und stirbt jämmerlich dabei. Ja, der Drachenzahndolch ist natürlich ziemlich gut. Innerhalb kürzester Zeit können wir viel Schaden machen. Aber ich wünsche mir für Kord auf lange Sicht natürlich eine starke Waffe. Rune, Priester, Hexer, Antivirus, wie auch immer. Auch den kennen wir noch, ein alter Bekannter. Können wir die so ein bisschen in die Turmreihe zurückziehen. Dass sie nicht sofort den Bash abkriegen. So, jetzt können wir uns hier sammeln. Da bewegt sich noch sehr gemächlich ein Frostgolem. Das Leben ist so gemütlich. Kord und Gitzo sind natürlich dort. Wie könnte es anders sein? Aber GZ, dass sie es geschafft haben, 5 Minuten zu überleben. Echt nicht schlecht. Urok-Werfer, Urok-Prügler. Ah, da sind sie und versuchen es erneut. Diesmal kommt der Werfer sogar dazu, eine Einheit anzugreifen. Aber nicht, wenn ich sie zurückziehe. I'm so evil. An evil genius. Folgt mir. So, da zieht die Karawane langsam weiter. Die Armee ist so groß, dass sie hier kaum durchpasst. Wohin soll ich gehen? Auch die können wir jetzt nachziehen. Das sind ganz viele kleine Mückenstiche, die den Frostgolem so langsam dahin raffen. Ist einfach schön anzusehen. Ich mag es, wenn meine Gegner so langsam dahin raffen. Wunderschön.
Na, da kommen noch mehr Uroks. Also es wird auf jeden Fall dieses eine Lager sein. Und wir sind schon die Hälfte zur Stufe 19 aufgestiegen. Das ist auch sehr gut. Ich glaube zwar nicht mehr, dass wir die Stufe 19 hier schaffen. Mir nach. Aber alleine die Tatsache, dass sie in Reichweite gekommen ist, macht schon viel aus. Ich find's doof, dass sie aufhören zu schießen. Sobald sie ihr Opfer getötet haben, aber da kann man ja auch diesen Gruppenangriff machen, dass sie einfach alles in Reichweite angreifen. Sollte ich vielleicht mal eher in Betracht ziehen. Wir sind in Gefahr. Auf meinen Befehl. Und sehr schön. Mir nach. So, wo sind die Uroks? Vorwärts. Die Uroks und die Uroks, ich verkloppe beide. Schnell. Ist mir egal, wie viele es sind. Sofort. Mir ich bin nach. Kord. Und Kord ist immer und der durch. Trumpf. Vorwärts. Oh, da ist noch ein Heldenmonument. Bringt mir jetzt allerdings nicht mehr so wirklich viel. Oh, die Frostgolems sind direkt vor dem Portal zur Rückkehr. Und oh, schnell. Da ist noch eine Truhe. Oh, da sind die Uroks. Priesterin Adhira. Und los. Nicht schlecht. Folgt mir. Kämpft, Männer. Hier war Sartarius. Hier war er. Zwei Frostgolem im Lager noch. Man. Da habe ich ja doch noch was zu tun. Sollte trotzdem innerhalb dieses Videos machbar sein. Kann ja ein bisschen Überlänge haben. Ich meine, mein Gott, Kort hat auch Überlänge. Den Witz wollte ich eigentlich für eine andere Stelle bewahren. Egal, ich schätze, man kann jedes Mal einen Kort-Penis-Witz in ein Video einbauen. Warum nicht? Vorwärts. Warum überhaupt Witz? Ist doch der Wahrheit, entspricht doch der Wahrheit. Ich kann mich so irren. Bitte bewegt euch mal etwas weiter in die Richtung. Danke. Kord, bemühe dich mal etwas. Dein Gefolge stirbt hier nach und nach und du stehst nur gemütlich daneben. So, ja, ich würde schätzen, dass ja der Großteil einfach der Nahkampfeinheiten stirbt hier, aber das wundert mich auch nicht. Das sind die ersten, auf die die Urok-Werfer ihr Feuer konzentrieren. Und die Nahkämpfer in Nahkämpfe verwickeln. Kein Wunder. Der Frostgolem ist tot. So, wir können ja eben nochmal gucken. Ja, es sind 76. Haben sich gerade zusammengeschlossen mit den anderen, die wir da sowieso schon hatten. Gehen wir mal hier oben hin. War hier nicht noch irgendwo eine Truhe? Nee. Es geht jetzt einfach nur noch in die Richtung hier. Schnell. Ja. Da ist ja doch noch ein Haus. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Der Titan der Elfen kümmert sich mal darum. Mein Bogen für die Rune. Und wir machen uns schon mal Richtung Portal auf. Die Rune befiehlt. Alles klar. Und los. Oh, nicht gut. Sie wollen Ärger. Den kriegen sie. Leider sind es ziemlich viele, die da kommen. Los, macht mehr Platz. Da kommen noch mehr. Haltet durch, Männer. Was wünscht die Rune? Führ das Licht. Ich höre auf der Hut. Stärkere Angriffe. Auf, Vieh.
Support stirbt gerade, der muss da irgendwie mal raus. Danke. Mein Priester, ich brauche mehr Teer auf meiner... auf meinem Pinsel. Das klingt nicht richtig. Das klingt wirklich nicht richtig. Warum ich Teer sagte, naja, er heißt Teer, also... So. Wir dürfen uns nicht ausruhen, wir müssen weitergehen, bevor hier noch mehr spawnen. Drei Stück sind das noch hier. Die kann man gut platt machen, denke ich mal. Das ist ein Hinterhalt. Wohin soll ich gehen? Ich höre. Boah, der Titan ist echt krass. Also wie viel Leben der haben muss. Vier. Kommt noch einer dazu hier, so ein Honk. Kord, geh mal drauf. Na, es sind nicht zu viele. Alles eine Frage der Definition. Das ist alles nur eine Frage der Definition. Also, kritisch ein. So, jetzt gehst du nochmal bitte auf den Kurt. Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Ich will nämlich nicht, dass hier noch mehr spawnen. Es muss ein Ende haben. Ich will auch diese Karte abschließen. Was feindliche Angriff? Ehre, ja. Wehrt euch, Schwestern. Was wünscht die Ruhe? So. Magierschild aus Bergkristall ist natürlich für Magier gut, das sind wir aber mit Kord nicht, zumindest noch nicht. Und los. Ja. Jetzt steht nur noch mir hier nach. Das letzte Lager an. Ich bin gespannt, was in der Truhe am Ende ist. Hoffentlich was Nützliches, aber es... Vorwärts. Werden wahrscheinlich keine Einheitenpläne sein, das würde mich wundern. Sofort. Sieben Stück. Mir nach. Sieben Stück ist jetzt nicht wenig. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Vor allen Dingen, wenn man dann noch hinzuzieht, dass unsere Reihen schon relativ ausgedünnt sind. Die Rune Befehl sofort ausgeführt. Vorwärts, Krieger. Sie kreisen. Wir werden angegriffen. Ragnar. Oh nein, Priester Teer. Da ist der Tod. Das hat sich ausgeteert. Das hat sich ausgeragnert. Kord muss man da raus so ein bisschen. Wir können ja mal den Titan so ein bisschen heilen hier mit unserer... Ah, genau, das wird gut funktionieren. Schieß einfach auf alles, was sich hier befindet, Pfeile und hofft, dass irgendeiner umkippt. Zum Beispiel der Frostgolem hier direkt zu meiner Rechten. Gut, dass da nichts weiteres mehr spawnt. Itzo lebt lustigerweise noch. Ach ja, der ist da hinten. Oh nein! Der Titan ist gerade gestorben. Kord ist der einzige Nahkämpfer, der verbleibt. Wird er es schaffen? Die Antwort ist always. Er wird. Er kann eigentlich schon mal hier hingehen und das Ding zerstören. Während die mit diesem Frostgolem dealen. Sie dealen kein Schnee. Das tun sie nicht. Auch wenn es ein Frostgolem ist. Gott. Das ist ein ziemlich mieser Move hier. Einfach so noch zu spawnen. Vorsicht, Gegner. Dann sogar noch zwei zu spawnen. Das gefällt mir nicht. Standhalten, Männer. Geh weg, Kord. Lauf. Okay. Okay, okay. Das ist nicht die nette Art. Kord zerstört das Ding einfach. Nein. Fuck. Nicht, dass es hier jetzt noch zum Problem wird. Geh. Nein. Was soll ich tun?
Nein! Wir sind in Gefahr. Ich höre. Ein paar von euch bitte da drauf. Kord, überlebe! Puh. Wohin soll ich denke, das dürfte es jetzt gewesen sein. Ich höre. Oh, es sind doch einer in Pläne. Und zwar verdammt wichtige. Gut, dass ich diese Karte nochmal gemacht habe. Äußerst gut. Los, Schwester. Großartig. Gützo, wie wär's, wenn du mir jetzt mal rein Wein anschenkst? Was ist hier eigentlich los? Sie haben meine Familie in ihrer Gewalt. Ich wurde freigelassen. Von einem Ork-Schaman. Einem Ork-Schaman? Aber sind die Orks nicht im Bunde? Mit dem dunklen Lord, wie du ihn genannt hast? Ja, sie dienen dieser alten Macht. Aber genaueres weiß ich auch nicht. Wir müssen Gul'tak heraus... wir müssen Gul'tak finden. Gul'tak ist der Ork-Schamane, der mich befreit hat. Und wo ist dieser Gul'tak? Ich befürchte, dass seine Artgenossen nicht gerade freundlich zu ihm waren, als er mich freigelassen hat. Er hat Visionen gehabt. Visionen vom großen, dunklen Lord. Vom großen, hohen Lord. Er hatte den Untergang von Eo gesehen. Kord, lass ihn uns zusammenfinden. Okay. Ich schätze, mein Weg führt mich über diesen Ork-Schaman. Ich muss ihn erstmal ausfindig machen. Gul'tak war sein Name. Vielleicht finde ich ihn auf der nächsten Karte. Und so endet diese Karte erstmal. Interessanterweise. Unser nächstes Anliegen ist also, den Ork-Schaman Gul'tak auszumachen und herauszufinden, was er über diesen dunklen, hohen Lord gesehen hat. Wie ihn auch schon die Dunkelelfen genannt haben. Also wir kennen ihn definitiv schon. Er ist uns einmal schon begegnet namentlich und wir müssen, ja, herausfinden, was es damit auf sich hat. Vielleicht erfahren wir dann noch mehr über diese sprechenden Steine, aber dazu kommen wir erst beim nächsten Mal. Auch für meine nächsten Videos gilt natürlich, anschauen, freuen und kommentieren, seid wieder aktiv mit dabei und denkt immer daran, I want you for an adventure.